Herzlich willkommen und schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu unserem 16. Tiroler Gesundheitsgespräch von ORF Tirol, Tirol Kliniken und der Tiroler Krone. Ja, uns gehen die Themen noch lange nicht aus, ganz im Gegenteil. Aktueller denn je Allergien und Unverträglichkeiten. Ja, wenn wir uns überlegen, früher hat man Heuschnupfen gekannt oder mal gehört, dass man auf Insektenstiche allergisch reagieren kann. Heute kommt einem so vor, man kann quasi auf alles allergisch reagieren oder auch gegen alles Mögliche eine Unverträglichkeit entwickeln. Und darum fragen wir auch so ein bisschen provokant, werden wir vielleicht immer empfindlicher? Wir nehmen die Sache aber ernst und wollen uns natürlich damit auseinandersetzen und wirklich schauen, woher diese Allergieerkrankungen wirklich kommen, was da in unserem Körper passiert, was der Unterschied ist von der Allergie zur Unverträglichkeit, wie steinig oder schwierig vielleicht auch der Weg ist, da zur Diagnose zu kommen, wie man Betroffenen am besten helfen kann, wie Symptome zu lindern sind und wie wir eventuell vorbeugen kann. Also dazu wieder Erfahrungen aus erster Hand von unseren Experten. Und wir haben auch eine junge Tirolerin da, die mit, ja, ich sage jetzt bewusst, Allergien ihr Leben meistert und die kann Ihnen auch ganz, ganz viel erzählen. Und Sie haben im Anschluss natürlich wieder die Möglichkeit, zum Thema Ihre allgemeinen Fragen an das Podium zu stellen und danach auch gerne wieder Ihre persönlichen Fragen, wenn es um was Individuelles geht. Aber bitte diesmal nicht unsere Experten an der Bühne ab. Passen, wie wir es jetzt gemacht haben in den letzten Jahren. Es hat sich so eingeschliffen. Erstens müssen wir das Studio aufräumen und umbauen und man hat irgendwie da ganz wenig Privatsphäre und man will ja doch da ein bisschen ungestört sprechen. Und jetzt haben wir draußen zwei Möglichkeiten geschaffen. Einmal, wenn Sie hinausgehen auf der linken Seite und einmal geradeaus bei unserer roten Couch. Da würden die beiden Professoren jeweils auf Sie warten und da kann man dann einfach hingehen und das Gespräch suchen. Also wie gesagt, nach der Veranstaltung dann im Foyer und die Frau Lechner ist natürlich auch da. Mischt sich dann ein bisschen unter das Publikum und auch jederzeit gerne auf Sie zukommen. So, jetzt wollen wir aber da mal unsere Stühle befüllen und ich darf meine Gäste heraufbitten. Herzlich willkommen, Herr Professor Norbert Reider. Bitte schön, guten Abend. Bei uns begrüßen darf ich den Herrn Professor Heinz Zoller. Und dann nehmen wir die Frau Christina Lechner auch gleich mit, dann geht es in einem Aufwasch. So, dann, man sitzt bequem, oder? Das ist wichtig, haben wir schon gesagt. Locker soll sein und flockig und fein und wir sollen uns wohlfühlen. Universitätsprofessor Dr. Norbert Reider, leitender Oberarzt der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie. Danke für die Zeit und gerne, bevor wir in die Diskussion gehen, ein paar Gedanken von Ihnen, warum es für Sie wichtig ist, über dieses Thema Allergien und Unverträglichkeiten heute zu sprechen. Ja, danke für die Einladung und für die Möglichkeit, dieses Thema mal zu behandeln. Sie haben es ja schon angesprochen, früher hat man mit Allergie so ein bisschen Heuschnupfen verbunden oder vielleicht eine Bienengiftallergie oder Penicillinallergie. Und tatsächlich ist es so, dass man auf fast alles allergisch sein kann. Und wenn man bedenkt, dass etwa 20-25% der Bevölkerung unter irgendeiner Form einer Allergie leidet, dann ist es zweifellos ein Massenphänomen. Also in jeder Schulklasse sitzen 5, 6 Kinder, die unter einer Allergie leiden. An jedem Arbeitsplatz hat man Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ein sehr breites Feld, das also Pollen umfasst, andere Inhalationsallergien, Tierhaare, Hausstaubmilben, Schimmelpilze, die diversen Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten, auf die der Professor Zoller dann sicher zu reden kommt, aber auch zum Beispiel Berufsallergene, die Ekzeme auslösen, Medikamente, ganz wichtig. Mhm. Und das ist ein Gebiet, das immer komplexer wird und immer vielfältiger und immer mehr Leute betrifft. Da werden wir uns heute ein bisschen einarbeiten in die verschiedenen Varianten, was es da gibt, damit wir da ein bisschen uns auskennen, was zuzuordnen ist und was man wirklich alles erwischen, wenn ich das so locker sagen kann. Willkommen, Herr Professor Dr. Heinz Zoller, Oberarzt der Universitätsklinik für Innere Medizin 1. Schön, dass Sie da sind. Auch gern eine erste Botschaft von Ihnen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke den Organisatoren und auch Ihnen für Ihr Interesse. Der Grund, warum ich hier bin, ist primär der, dass es bei den Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln keine guten diagnostischen Möglichkeiten gibt, wie beim Herzinfarkt oder beim Schlaganfall, wo wir entweder Röntgenuntersuchungen oder Labor haben, sondern in dem Bereich sind wir extrem angewiesen darauf, dass wir mit dem Patienten gemeinsam durch das Gespräch und durch die genaue Beobachtung herausfinden, wo das Problem wirklich liegt und wo auch die Lösung dann begraben ist. Und deswegen macht es diese Herausforderung mehr Spaß, das zu bewältigen, wenn man mit dem gut informierten Patienten gemeinsam das Problem löst. Und deswegen bin ich hier, um darüber zu sprechen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten und die werden wir natürlich heute auch aufzeigen. Christina Lechner aus Rom, gelernte Krankenschwester, arbeitet auch als Krankenschwester, ist aber auch zweifache Mutter und hilft in der Landwirtschaft bei den Schwiegereltern mit. Soweit so harmonisch. Aber wenn eigentlich ja, die ganze Familie irgendwo betroffen ist von einer Allergieunverträglichkeit, bei Ihnen sind es gleich mehrere, dann schaut es schon ganz anders aus. Also einmal danke für die Bereitschaft. Ich sage immer, wenn jemand betroffen ist, ist er immer der Wichtigste am Podium, weil der spricht aus Erfahrung, der spricht vielen aus der Seele, aus dem Herzen. Worum ist es Ihnen ein Anliegen? Man muss einmal den Mut aufbringen, sich dahersetzen. Jetzt ist das für uns schon eine Anspannung und wir kennen das ja ein bisschen, aber für jemanden, der das nicht gewohnt ist zu machen, noch einmal umso bewundernswerter. Also wie gesagt, herzlichen Dank. Und warum war es Ihnen wichtig, sich zu überwinden und hier heute herzusetzen und zu erzählen? Ich sage einmal danke für die Einladung und für die Möglichkeit, eben dabei zu sein. Ich möchte heute meine Allergiegeschichte erzählen und meinen Weg oder was ich daraus gemacht habe, was ich hinter mir habe, Therapien, es ist manche Experiment auch dabei gewesen, erfolgreich und nicht erfolgreiche Sachen. Ja, und bin gern bereit, Rede und Antwort zu stehen. Ein bisschen Mut machen auch, dass es auch möglich ist, ein Leben halbwegs normal zu führen, auch wenn man viele Allergien hat. Da werden wir dann noch drüber sprechen. Herr Professor Reider, Schätzungen zufolge, Sie haben es so angesprochen, sind es in Österreich so an die 42.000 Österreicherinnen und Österreicher, die an Allergien leiden? Mehr? Sind es mehr? Viel mehr. 42% waren es, glaube ich. Nein, oder 42% ist wieder übertrieben. Ist wieder übertrieben. Zwischen 30 und 40. Einigen wir uns auf das? Ist auch noch ein bisschen zu viel. Das also, viel. Na gut. Wir wollen nichts übertreiben. Da aber waren also, wenn sehr man viele mit, verschiedene Zahlen herum. 20% rechnet, dann sind es 2 Millionen. Also, ja, also dann auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe es jetzt auf Tirol heruntergebrochen gehabt. So schaut es aus, genau. Also mit mindestens einer Allergie, muss man da ja zusagen. Mal oft bleibt es ja nicht bei dieser einen Allergie. Damit wir uns das überhaupt vorstellen können, damit wir ein Bild davon haben, was passiert denn bei einer Allergieerkrankung eigentlich in unserem Körper? Eine Allergie ist prinzipiell eine Überreaktion des Immunsystems, bei dem das Immunsystem auf Sachen, die grundsätzlich harmlos sind, also zum Beispiel eben auf Pollen, auf Tierhaare, auf Eiweiß oder was auch immer, überempfindlich reagieren. Also das nicht als normales Produkt betrachten, mit dem der Körper umgehen muss, das er verdauen muss oder das er inhaliert oder was auch immer, sondern es als Feind erkennt, was es aber eigentlich nicht sollte. Und weiß man, warum das passiert? Ist das irgendeine Fehlfunktion oder fehlt da was? Oder warum? Es ist, warum ist das so? Zum Teil schon geklärt, es sind zum Teil genetische Faktoren. Es hat sicher auch was zu tun mit der modernen Gesellschaft und unserer Lebensweise. Da kommen wir vielleicht eh noch drauf zu reden, also diese sogenannte Hygienehypothese, nach der das Immunsystem quasi ja heute viel weniger beschäftigt ist mit so Sachen wie Wurmerkrankungen, Lebensmittelinfektionen, was auch immer, und sich dann quasi arbeitslos fühlt und nachdenkt, was könnte ich denn heute anstellen, und sich dann auf irgendwelche anderen Sachen stürzt. Und was dazu kommt natürlich ist, vor einigen Jahrzehnten noch sind unsere Eltern jedenfalls wahrscheinlich noch im Wesentlichen da in Tirol geblieben und haben ihre einheimischen Produkte gegessen. Heute sind die Supermärkte voll mit exotischen Früchten. Es kommen neue Pflanzen, es kommen neue Allergene in jeder Hinsicht, sowohl in der Industrie als auch Lebensmittel und so weiter, die
das Immunsystem erst einmal sozusagen erfassen muss und damit lernen muss, umzugehen. Wenn es das nicht kennt, dann quasi... Das ist natürlich Gefahr, das zu verkennen. Verkennen, ganz genau. Daher kommt es natürlich auf jeden Fall. Frauen sind häufiger betroffen als Männer und junge Menschen öfter als ältere. Stimmt das? Und wenn ja, warum? Stimmt schon. Es hat Gott sei Dank damit auch zu tun, dass viele Allergien, die bei kleinen Kindern auftreten, im Laufe der Zeit wieder verschwinden. Das ist also sicherlich eine der guten Nachrichten. Im weiteren Sinne gehört ja auch die Neurodermitis zum Beispiel zum Formenkreis der Allergie. Mhm. Und da sind ungefähr 15%, dass wenn man jetzt die leichteren Fälle dazu nimmt, von Kleinkindern auch betroffen. Aber 3/4 davon verlieren das innerhalb kürzester Zeit oder auch die frühkindlichen Lebensmittelallergien. Und wieso sind Frauen anfälliger? Frauen sind es eigentlich unbekannt, beziehungsweise wird es dann kompliziert. Also es hat schon gewisse hormonelle Komponenten, nämlich quasi chemische Ähnlichkeiten zwischen weiblichen Hormonen und manchen Stoffen in der Umwelt, das Immunsystem dann quasi verwechselt. Also das ist dann eine Reaktion, wo ganz ähnliche Substanzen dazu führen, dass das dann eben falsch erkannt wird und falsch interpretiert wird vom Immunsystem. Also allgemein wissen wir jetzt die Reaktion vom Immunsystem. Sie haben es eh schon im Eingangsstatement gesagt, damit man da ein bisschen vielleicht eine Einteilung reinbringen. Wie kann man denn Allergien zusammenfassen? Was gibt es da für verschiedene, also was jetzt rein die Inhalations- und Hautallergien betrifft? Was ist vielleicht auch die häufigste? Wenn man es ganz grob fasst oder die beiden häufigsten Typen, dann sind es einerseits die sogenannten Sofort-Typ-Allergien oder Typ 1 und andererseits die Spättyp- oder Typ-4-Allergien. Das klingt jetzt einmal im ersten Augenblick kompliziert, ist es aber nicht. Soforttyp heißt sofort. Das heißt, wenn ich heute hinausgehe und mich als Allergiker unter eine Birke stelle, dann werde ich innerhalb von Minuten rote Augen haben, Niesreiz. Wenn ich allergisch bin auf Hühnerei und ich esse ein Ei, dann werde ich innerhalb von ein paar Minuten Bauchkrämpfe kriegen, Übelkeit, vielleicht ein Nesselausschlag. Die Spätreaktion kann man so ganz grob gleichsetzen mit Kontaktallergie. Also manche von Ihnen im Publikum haben vielleicht eine Nickelallergie oder vertragen Duftstoffe nicht und kriegen dann juckende, schuppende Flecken auf der Haut. Das ist die Spättypallergie, weil die nicht innerhalb von Minuten auftritt, sondern meistens erst nach zumindest Stunden oder Tagen. Und die vergleichsweise weniger akut dramatisch ist, aber trotzdem große Bedeutung hat, zum Beispiel auch bei Berufsallergenen. Also es gibt Allergien gegen Autolacke, gegen Konservierungsmittel, Desinfektionsmittel, gegen Gummimaterialien, gegen was auch immer Sie sich das nur vorstellen können. Das ist jetzt alles auch wie Tierhaare und so, das hat also mit Kontakt von der Haut oder mit Inhalation zu tun sozusagen. Und dann sind da eben unsere Lebensmittel, unsere Nahrungsmittel und daher eingehend die Unverträglichkeiten, Herr Professor Zoller. Das habe ich jetzt gar nicht vertragen oder mit zwickt der Bauch oder irgendwie da rumort es im Darm. Das hört man immer wieder und kennt man von sich ja selber auch, nach dem Essen meistens. Und unser Essen, Sie haben das so schön formuliert für mich, ist vielleicht die intimste Kontaktaufnahme mit unserer Umwelt, haben Sie da geschrieben. Und der Darm ist dabei die Schnittstelle und der reagiert ja quasi auf das. Und sofort, wenn er was nicht mag oder nicht verträgt. Prinzipiell ist es ja eine gute Sache, wenn er reagiert, wenn man weiß, das bekommt man nicht, aber das Ursachenspektrum, warum das ist wieder riesig. Und das stellt uns genau vor, diese Herausforderung, die ich davor erwähnt habe, dass wir ähnlich wie mit allen Umweltstoffen, die immer komplexer und mehr werden, auch in unserer Nahrung, immer weniger eigentlich wissen, was wir genau zu uns nehmen, weil wir unter Umständen Fertigprodukte zu uns nehmen oder wenn wir zum Bäcker gehen, vielleicht eine Vielzahl von Stoffen zu uns nehmen, die wir gar nicht so gut kennen. Und das macht es eben sehr schwierig. Das zweite Problem ist eben, dass es auch nicht das eine Symptom gibt, das sich manifestiert. Typisch denkt man an Blähungen oder wie Sie sagen, das bekommt man nicht gut. Aber in den letzten Jahren lernen wir auch immer besser, dass natürlich der Magen-Darm-Trakt mit seinen vielfältigen Funktionen von der Lippe beginnend eben bis ganz zum Ende auch sich
auf unterschiedliche Arten und Weisen wehren kann dagegen. Und das ist eben die große Herausforderung dabei. Kann es auch sein von, sagen wir, heute ist alles gespritzt oder mit Antibiotika, wenn das so Lebensmittel sind, wo diese Stoffe drin sind, wo dann der Körper sagt, na, das will ich gar nicht? Absolut. Also es gibt natürlich eben auch künstliche Stoffe, die eigentlich gar nicht in der Nahrung sein sollten, gegen die eben, wie Sie gesagt haben, der Körper zu Recht rebelliert. Mhm. Und deswegen ist es auch bei den Unverträglichkeiten viel, viel schwieriger als bei den echten Allergien wirklich zu sagen, wie viele Betroffene gibt es, weil letztlich uns allen bestimmte Dinge einfach nicht bekommen. Und die Frage dann auch noch ist, wo zieht man denn die Linie zwischen dem, was man normal sagt, und da verzichte ich eben drauf, oder wo man sagt, ja, hier liegt eine echte Unverträglichkeit vor, wo man eben darüber hinausgehen muss und dem Patienten eine spezielle Diät oder dem Betroffenen eine spezielle Diät empfehlen und vielleicht noch tiefer graben muss. Kann man, weil man ja so viel hört, was man nicht alles nicht essen soll und was man nicht vertragt und was da schlecht ist und was da drinnen ist, dass das sogar ein bisschen psychosomatisch werden kann, das Ganze? Dass man sich ein bisschen einbildet, jetzt so ganz überspitzt gesagt, auch ja. Dass wir das auch noch besprochen haben. Also bevor ich auf diese Frage antworte, weil da möchte ich kurz zum Gegenteil übergehen, nämlich es gibt natürlich auch wirkliche Alarmsymptome. Und ich bin immer sehr vorsichtig als Internist mit diesen Diagnosen, die so psychiatrisch oder psychisch anmuten. Das ist nicht mein Fachgebiet und da braucht es auch Spezialisten. Aber insbesondere dann, wenn man sagt, es wird schon nichts sein, macht da keine Sorgen, sollte man jedem raten, dass er wirklich auf Alarmsymptome achtet. Also wenn man Gewicht verliert oder wenn Blut im Stuhl dabei ist oder wenn man wirklich erbricht oder Schluckstörungen hat, das sind echte Alarmsymptome, wo man vorsichtig sein muss. Und wie gesagt, das ist das gefährliche Ende des Spektrums und am anderen Ende des Spektrums gibt es natürlich auch Menschen, die eine Übersensitivität des Darms haben. Und wir wissen, es gibt mehr Nervenzellen in unserem Magen-Darm-Trakt als in unserem Gehirn. Und da muss man nicht unbedingt sagen, das ist psychisch bedingt, sondern es sind, wie wir sagen, einfach funktionelle Probleme. Und diese Schmerzschwelle ist für jeden Menschen unterschiedlich. Mhm. Ja. Fassen wir es noch einmal zusammen. Unser Immunsystem oder unsere Verdauungsorgane, die wehren sich gegen eigentlich ungefährliche Nahrungsmittel, muss man ja sagen, und entwickeln dann eben so diese Abwehrreaktion und manifestieren sich prinzipiell so extrem, oder? Das genau. Ist das, um was es geht. Und fängt oft, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, harmlos an mit dem bekannten Heuschnupfen, den eh schon heutzutage fast jeder Zweite hat, wenn man so ein bisschen schaut. Sie haben zu mir im Vorfeld gesagt, Frau Lechner, ich kann mich an ein Leben ohne Allergie überhaupt nicht mehr erinnern. Genau, und ja. Es hat bei Ihnen mit diesem Heuschnupfen ganz klassisch angefangen. Erzählt uns ein bisschen. Angefangen hat es im Kleinkindalter, so Ende Kindergarten, Anfang Volksschule, eben wie gesagt, ich kann mich dann noch gut an das erinnern, wie es begonnen hat, mit speziell juckenden Augen, rinnenden Augen, man hat immer ausgeschaut, als würde man weinen und es ist dann auch gleich einmal ausgetestet worden und es ist dann der klassische Heuschnupfen rausgekommen. Mit seinem im Laufe der Jahre mit dem ganzen Spektrum über das ganze Jahr gesehen. Also es fängt an mit der Hasel im Frühjahr, sobald es wärmer wird, über diverse Gräser, Kräuter und halt sämtliche Bäume, die so blühen und zu der Zeit dann die Symptome machen, genau, ja. Mhm. Wie war das damals? Hat man da schon Hilfe bekommen? Ich meine, das ist jetzt auch ein paar Jährchen schon, Jahrzehnte her, war noch nicht so weit verbreitet. Haben Sie da das Gefühl, dass Sie damals schon irgendwo ernst genommen worden sind mit dem? Das schon, aber wie Sie gesagt haben, also ich war wirklich allein auf weiter Flur. Ich habe niemanden gekannt in meinem Umfeld, in meiner Familie, die irgendeine Allergie gehabt hätten. Und ja, dementsprechend, es ist dann, meine Mutter hat schon viel unternommen, schulmedizinisch als auch alternativmedizinisch Rat gesucht. Begonnen hat es dann mit der Hyposensibilisierung, da sind ganz neu die sublingualen Tropfen, also unter die Zunge die Therapie herausgekommen. Das habe ich probiert, um den Spritzen irgendwo zu umgehen als Kind, was aber leider erfolglos geblieben ist. Bin dann doch auf die Spritzentherapie übergegangen. Das hat dann auch nicht wirklich bei mir geholfen und ich war dann schon im jugendlichen Alter. Da habe ich dann einmal, wie man so schön sagt, die Schnauze voll gehabt und habe nichts mehr getan,
was mir nicht, im Endeffekt nicht wirklich gut getan hat, weil dann sind noch mehr Allergien entstanden. Dann dazu gekommen, genau. Über die werden wir dann gleich noch sprechen. Aber es ist wirklich tatsächlich so, man erinnert sich da zurück, da hat man Leute gesehen mit den dunklen Sonnenbrillen, geschwollene Augen, tropfende Nase, und man hat gewusst, der hat dann Heuschnupfen, aber man hat echt das Gefühl, es ist extrem mehr geworden in den letzten, sagen wir mal, 30 Jahren. Sind wir empfindlicher, sind wir sensibler, sind wir angreifbarer geworden, Herr Professor Reider? Wir sind sowohl empfindlicher geworden, als auch hat sich die Umwelt geändert. Also der Klimawandel, ob es einen passt oder nicht, den kann man messen. Die Waldgrenze hat sich in den letzten 30 Jahren um 200 Meter nach oben verschoben. Der Beginn der Pollenzeit ist im Schnitt, das ist natürlich von Jahr zu Jahr unterschiedlich, aber im Schnitt 3 Wochen früher als früher und geht bis in den November. Also von einer allergenfreien Zeit, so von September bis Februar, ist längst keine Rede mehr. Und auf der anderen Seite sind wir tatsächlich empfindlicher geworden, eben in dem Sinn, wie ich es vorhin versucht habe zu erklären, dass das Immunsystem nach heutiger Vorstellung mangels natürlichen Feinden, wenn man so will, sich auf etwas stürzt, was es in Wirklichkeit nicht bekämpfen sollte. Mhm. Also es ist sowohl mehr Allergie, es ist ja zum Beispiel so, dass die Pollen nicht nur mehr werden und länger blühen, sondern sie sind auch aggressiver. Also wenn wir die Birke hernehmen, die jetzt gerade blüht oder blühen sollte vielmehr, weil es zu kalt ist, da weiß man, dass die Pollen der Birke aggressiver sind, wenn die Birke zum Beispiel irgendwo in einer Stadt steht, in einem Kreuzungsbereich, wo viele Autos sind, wo viel Diesel ist und so weiter, weil diese Eiweißstoffe, die Birke zum Beispiel erzeugt oder die Pollen haben, das macht die Natur ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern die haben ja einen Sinn im Grunde genommen. Und der Sinn ist, die Pflanze zu schützen vor Stress, vor Infektionen, vor eben Umweltgiften. Aber der Mensch reagiert allergisch drauf. Und wenn diese Abwehrstoffe zwangsläufig mehr produziert werden von der Birke, dann sind sie eben auch aggressiver für den Menschen. Also der Klimawandel spielt tatsächlich eine Rolle. Absolut. Auch vielleicht die Überhygiene. Wir leben auch. Ja in einer Zeit, wo alles da wird desinfiziert und dort, dass wir quasi ja auch viel angreifbarer sind. Wobei das nicht heißen soll, dass das schlecht ist. Also ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind, wo wir ständig mit Darminfektionen gekämpft haben oder Würmer. Das sieht man heute nur mehr ausnahmsweise bei uns. Mhm. Aber es hat natürlich alles seinen Preis quasi. Mhm. Frau Lechner, in den vielen Jahren Leben mit Allergien, haben Sie da eine Veränderung oder eine andere Intensität der Symptome wahrgenommen? Weil das ist ja nicht verschwunden, sondern es hat eine Veränderung stattgefunden. Ist es jetzt stärker, ist es anders, als es noch vor 30 Jahren war? Was ich für mich selber sagen kann, als Kind habe ich viel mehr die Symptome in den Augen gespürt. Also da habe ich wirklich immer rote Augen gehabt. Und jetzt mittlerweile betrifft es mehr die Nase, Mund, Rachenraum in diesem Bereich. Und für mich persönlich ist es intensiver geworden, weil ich auch zusätzlich mit eben Kontaktallergien reagiere oder eben die Kreuzallergien entwickelt habe, was die Lebensmittel anbelangt. Und deswegen ist für mich das ganze Allergiespektrum einfach intensiver geworden. Ja. Herr Professor Zoller, hat es eigentlich so Lebensmittelintoleranzen immer schon gegeben? Sie waren noch nicht bekannt und erforscht? Ja, diese Frage kann man absolut mit Ja beantworten. Da gibt es vielleicht ein historisch ganz interessantes Faktum, nämlich, dass wir ja in unserer Evolution als Menschen nicht immer gewohnt waren, unser ganzes Leben lang Milch zu trinken und deswegen eigentlich aus evolutionärer Betrachtungsweise die Fähigkeit, Milchzucker zu verdauen, eigentlich verloren haben im Erwachsenenalter. Und es ist eigentlich der neuere Zustand, evolutionär neuere Zustand, dass manche von uns eben Milch bis ins hohe Lebensalter, den Milchzucker verdauen können. Und diese Laktoseintoleranz, die damit verbunden ist, wenn man es eben nicht verdauen kann, hat es daher schon immer gegeben. Und das ist auch normal, wenn man in höherem Alter dann die Milch nicht mehr so gut verträgt. Mhm. Aber wenn ich da kurz anknüpfen darf, und das ist auch eine große Herausforderung,
ist, dass es oft in den Nahrungsmittelunverträglichkeiten nicht die einzelne Substanz ist. Also ich selber leide an Laktoseunverträglichkeit und ich kann zum Beispiel, Kaffee mit Milch geht gar nicht, aber ein Glas Milch allein geht problematisch, also geht problemlos. Das heißt, es ist diese Kombination aus den Stoffen, die es dann oft ausmacht bei den Unverträglichkeiten. Und das ist das, was es gilt herauszufinden, herauszufiltern und zu schauen, bei wem es, mit welchen anderen Lebensmitteln reagiert. Und das ist natürlich dann so ein Riesenberg. Kann man eine Unverträglichkeit, eine Allergie jederzeit entwickeln, einfach so? Dass ich halt sage, ja, heute geht es mir gut und morgen stehe ich neben einem Hund, dann neben einem Pferd und auf einmal fängt es mir an zu witzeln. Ja, absolut. Also es ist schon so, dass Allergien oder speziell Inhalationsallergien am häufigsten im Kindes- und Jugendalter entstehen. Aber ich habe durchaus auch 60-Jährige, die zu mir kommen und sagen, seit einem Jahr habe ich plötzlich Heuschnupfen. Es ist eher die Ausnahme. Es ist eher sogar so, dass es im Laufe des Lebens wieder besser wird, also gerade Inhalationsallergien. Aber es kann in jedem Alter auftreten. Ist es bei den Unverträglichkeiten genauso, oder? Ja. Und da kommt eben ein Faktor dazu, über den wir noch nie gesprochen haben, das sind die Bakterien, die in unserem Darm leben. Das heißt, Infektionen, antibiotische Behandlungen können sich dann letztlich auch durch eine Veränderung dieser Bakterienwelt, die uns, dieses Universums, das da in uns lebt, äußern und das kann sich dann als Unverträglichkeit manifestieren für den Betroffenen. Mhm. Kann man Allergie, Unverträglichkeit auch weiter vererben an die Kinder? Die Neigung wird weiter vererbt. Also es ist Zufall, wenn Sie eine Kuhmilchallergie haben und Ihre Tochter auch eine Kuhmilchallergie, aber die grundsätzliche Neigung zu Allergien wird vererbt. Mhm. Also ich sage scherzhaft immer, man soll sich seinen Partner oder seine Partnerin aussuchen, weil das Risiko für ein Kind, wenn ein Elternteil atopisch ist, wie das so schön heißt, dass er unter einer Neurodermitis leidet oder unter Heuschnupfen zum Beispiel, liegt bei ungefähr 25%. Und wenn beide Eltern betroffen sind, sind 60%. Also überlegen Sie sich, wenn Sie... Schwierig, Sie zeig mir deinen Allergieausweis, oder? Bevor wir zusammenkommen. Wobei, wir lachen ein bisschen, aber bei der Frau Lechner ist es ja so, in etwa genau. So, weil eigentlich alle Familienmitglieder in irgendeiner Form betroffen sind. Bei den 60%, ja. Ja. Und mittlerweile haben beide Kinder etwas, ja. Und Ihr Gatte ist auch allergisch, oder, auf irgendwas oder Unverträglichkeit? Hat in der Kindheit Hausstaubmilbenallergie gehabt, die mittlerweile verschwunden ist. Und ich eben mit meinen ganzen Allergien und der ältere Sohn hat auch Heuschnupfen, hat die Birkenallergie seit letztem Jahr auch ausgetestet und der Jüngere hat eine Laktoseintoleranz. Also wir decken ziemlich ein großes Spektrum ab mit unseren vier Leuten in der Familie. Ja. Mhm. Wie kann man denn jetzt, das klingt alles sehr komplex und alles wirklich irrsinnig kompliziert, eine fundierte, genaue Diagnose bei einer Allergie stellen? Wo fängt man da an? Wie geht man da vor? Wie ist da so das Prozedere aus Ihrer Sicht? Das Wichtigste ist und bleibt die Anamnese, also die Krankengeschichte, dass man sorgfältig und gezielt nachfragt, welche Beschwerden denn überhaupt bestehen. Dann kann man viele Allergien mittels Hauttests nachweisen. Und viele Allergien kann man auch übers Blut nachweisen, über Antikörpernachweise. Mhm. Und dann gibt es noch weitere Methoden. Also man kann natürlich dann auch eine Provokationstestung machen. Also man kann natürlich Pollen zum Beispiel in die Nase oder in den Tränensack in das Auge tropfen und schauen, ob der Patient darauf reagiert. Also es gibt zahlreiche gute Möglichkeiten, um das nachzuweisen. Aber es ist trotzdem ein langer Weg und da muss man ja davor mal wissen, wann ist es jetzt wirklich an der Zeit, dass Sie vielleicht mit doch einmal abtesten, das Ganze abklären lassen. Also wenn man jetzt gerade im Frühling einfach einmal niest, wird es noch nicht ein großes Indiz sein, aber was sind wirklich so Kriterien, wo man sagt, also das muss man sich anschauen lassen? Genau, also man muss jetzt nicht sofort, wenn man ein bisschen Niesreiz hat im Frühjahr oder Augenjucken, das sofort abklären lassen, zumal es sehr gut wirksame, auch rezeptfrei erhältliche Medikamente gibt. Aber also wenn wir bei den Inhalationsallergien bleiben,
ist die große Gefahr bei Kindern, dass das eine Etage tiefer rutscht, nämlich in Richtung Lunge und sich Asthma entwickelt. Also etwa 20-25% der Kinder mit einer Inhalationsallergie, sei es Hausstaubmilben, sei es Pollen oder Tierhaare, entwickeln mit der Zeit asthmatische Beschwerden. Die können sich zwar wieder auswachsen, aber sie können sich auch fixieren. Und das kann man verhindern, therapeutisch. Und deshalb ist es also wichtig, dass man da zumindest hellhörig ist. Und hellhörig heißt nicht darauf zu warten, dass das Kind plötzlich mit einem Asthmaanfall aufwacht. Das passiert so gut wie nie, Gott sei Dank. Sondern das sind so zarte Symptome wie zum Beispiel Kurzatmigkeit beim Sport oder Leistungsverlust oder so Reizhusten und solche Dinge. Das ist dann wirklich der Punkt, wo man dringend einen Kinderarzt, einen Hausarzt, Hautarzt aufsuchen soll. Und dann quasi das Prozedere gegen Gang setzt. Bei der Unverträglichkeit, Sie haben es schon mehrmals gesagt, ist da der Weg ein bisschen schwieriger zur Diagnose. Das Gespräch ganz wichtig, wahrscheinlich auch um rauszuhören. Ja, da ist vielleicht eher mit der Milch oder mit Gluten oder irgendwas, aber dann trotzdem konkret, was habt ihr da für Möglichkeiten? Ja, also danke, dass Sie das Stichwort Gluten genannt haben. Hier gibt es sehr gute Möglichkeiten. Da gibt es seit einem guten Jahrzehnt einen sehr aussagekräftigen Bluttest, die sogenannten Transglutaminase-Antikörper, da kann man sehr klar diagnostizieren, ob jemand eine Glutenunverträglichkeit oder Zöliakie, wie wir die Krankheit nennen, auch hat. Das funktioniert gut. Es gibt auch Manifestationen in der Speiseröhre, Schluckstörungen, eine Erkrankung, die wir noch nicht so lange kennen und die auch immer mehr wird, die typischerweise junge Männer betrifft, die sogenannte eosinophile Ösophagitis. Hier braucht es eine Gastroskopie, also man schluckt einen Schlauch unter Betäubung und nimmt Proben aus der Speiseröhre, was man sonst routinemäßig nicht immer macht bei der Untersuchung. Da muss man schon gezielt den Verdacht haben als Untersucher. Ja, und dann gibt es eben diese Atemtests. Das heißt, da geht es gar nicht so um die Analyse der Atemluft, die uns indirekte Hinweise gibt, sondern eigentlich vielmehr darum, dass wir den Patienten herausfordern. Das ist letztlich ein Provokationstest mit einer reinen Dosis an Milchzucker oder Fruchtzucker oder eben anderen Süßstoffen, die einerseits industriell eingesetzt werden, aber auch in der Natur vorkommen. Äpfel haben zum Beispiel sehr viel Sorbit. Also da muss man dann die Provokationstests nehmen. Das sind so die drei Diagnosegruppen, die wir haben. Die Bluttests, die Endoskopie und eben die Provokationsuntersuchungen. Und kann man so sagen, es gibt so die Gruppen, auf die man, also die wie eben, wie Sie gesagt haben, Gluten, wie die Laktose, wie Histamin, die am häufigsten vorkommen, wo man mal andockt, dass man weiß, also die sind jetzt die, wo es meistens dann hakt und happert. Sind es die drei, oder? Die, das andere Sprichwort, wenn wir es aufgreifen, kurz Histamin, und das ist eine Schnittstelle, wo wir dann in Kontakt treten auch. Da ist schon die Diagnostik oft mit der Therapie verbunden, weil da versucht man mal ein Antihistaminikum oder nach einem Provokationstest, da sagt man, wir machen es mal ein Sektfrühstück mit Parmesan und wenn es danach. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das überall drinnen, das Histamin? Allem, was gut ist, gell, nehme ich an. Ja, genau. Oder in Käse, in Wurst, in Alkohol, geräucherte Sachen, in Alkohol. Und das macht die Symptome gleich mit dem Magen oder geht das auch in den Kopf oder sind da noch andere Dinge, die dazukommen? Ja, das ist eben die Schwierigkeit, dass es ein wirkliches Chamäleon ist, diese Histaminintoleranz und sich auf alle möglichen Arten und Weisen manifestieren kann. Das ist eben nicht immer nur dieses plötzlich rote Augen bekommen, nachdem man Wein und Käse gegessen hat, getrunken, sondern das kann sich eben mit Bauchschmerzen, mit Blähungen manifestieren. Und das ist eben diese andere Dimension, die es so schwierig macht. Zum Beispiel auch bei Frauen häufig. Also es ist ein langer, komplizierter Weg, bis man dann vielleicht konkret weiß, aber dann kann man ja reagieren, weil dann bei den Lebensmitteln wird es relativ einfach sein, nehme ich an, einfach der Verzicht oder auf diese Dinge, beziehungsweise davor einmal den Körper wieder ein bisschen zu reinigen, auf Vordermann zu bringen, oder?
Ja, da möchte ich diese Frage vielleicht weitergeben. Das ist halt leider eben nicht ganz so einfach, weil oft versteckte, also die Nahrungsmittel versteckte Komponenten drinnen haben und das für die Betroffenen dann unter Umständen das schwierig macht. Häufige Zusatzstoffe, wie eben das, die Fructose ist in so vielen Dingen drinnen, das wirklich herauszufinden und konsequent zu meiden. Aber glücklicherweise, und das ist die gute Botschaft da, ist es nicht ganz so tragisch bei den Unverträglichkeiten wie bei den Allergien, weil das oft dosisabhängig ist und eben die Kombination, wie schon zuvor erwähnt, das oft ausmacht und kleine Dosen dann unter Umständen ganz gut vertragen werden. Auch schon öfter angesprochen, es bleibt ja leider nicht oder meistens nicht bei einer Allergie, wie eben bei der Frau Lechner, sondern da kommen andere und andere und andere und andere dazu. Genau, ja. Wie war das bei Ihnen und was ist da alles wirklich aufgepoppt sozusagen? Eben begonnen hat es mit dem Heuschnupfen, mit den klassischen Symptomen und das ist auch lange Zeit so geblieben eigentlich, bis dann eben so Ende Pubertät, Anfang jungen Erwachsenenalter sind dann die Tierhaare dazugekommen und diverse Lebensmittelallergien, aber eigentlich eben die klassischen Kreuzallergien, was primär mit dem Heuschnupfen zu tun haben und das war einfach für mich Versuch und Irrtum. Ich habe immer Äpfel gegessen und irgendwann habe ich sie nicht mehr vertragen. Oder viele andere Obst- und Gemüsesorten, Karotten, Feigen, Kirschen zum Beispiel, Nüsse. Da habe ich auch ein ganz prägnantes Erlebnis gehabt. Genau, da habe ich eine Handvoll Haselnüsse gegessen und habe dann gemeint, ich ersticke. Dann lasst man das natürlich gern weg. Gell? Also, und so hat sich das eigentlich bei mir dann gezeigt, bis man halt irgendwo durch ist mit den ganzen Lebensmitteln und dann weiß, was man vertragt und was nicht. Aber primär hat das bei mir mit der Allergie, mit dem Heuschnupfen zu tun. Was ich da nicht vertrage, kann ich auch nicht essen oder an das ist absoluter Verzicht, also das geht gar nicht, kann man auch nicht mit Medikamenten irgendwie ausgleichen, dass es dann möglich wäre oder so. Mit einem Antihistaminikum, genau, wenn man es vorbeugend nimmt, wenn man zum Beispiel irgendwo eingeladen ist und nicht weiß, was man zu essen kriegt oder so, dann nehme ich vorbeugend schon was, um dem Ganzen einfach auszustellen. Aber im Grunde kann man sonst nicht viel dagegen tun, außer den Verzicht, genau. Kreuzallergien, das Wort ist gefallen, das müssen wir vielleicht jetzt einfach einmal ein bisschen erklären, was das genau ist, den Begriff Kreuzallergie. Also wenn wir bei dem Beispiel von der Frau Lechner bleiben, dieses Eiweiß im Pollen von den Birken ist in ganz ähnlicher Form vorhanden, eben in zum Beispiel Steinobst, in Kernobst, in Haselnüssen, in Mandeln und so weiter. Und das Immunsystem verwechselt es wieder. Das heißt, es ist zum Beispiel primär auf den Birkenpollen allergisch, entwickelt einen Heuschnupfen und dann irgendwann sieht es einen Apfel und denkt sich, das schaut jetzt aber ganz nach einem Birkenpollen aus und bekämpft den Apfel oder die Nuss. Und das ist das Wesen der Kreuzallergie. Das ist das Fatale daran, ja. Was mir vielleicht wichtig ist in dem Zusammenhang, auch wenn es jetzt nicht ganz unmittelbar dazu passt, es gibt also neben diesen Kreuzallergien auch die sogenannten primären Nahrungsmittelallergien, die ungleich gefährlicher sind. Also zum Beispiel Erdnuss kann bei Kindern unter Umständen Allergie sein, wo Spuren reichen. Also da kann es wirklich sein, dass im Gasthaus man ein Wiener Schnitzel bestellt und der Koch hat vorher in der Pfanne irgendwas Asiatisches gebraten. Und die Spuren reichen, um einen lebensbedrohlichen Schock auszulösen. Also das reicht von unangenehm bis akut lebensbedrohlich, so eine Nahrungsmittelallergie. Das wollte ich eben auch noch fragen, wie gefährlich kann so eine Allergie, Unverträglichkeit werden? Also wie Sie schon gesagt haben, kann das wirklich so weit kommen, dass man da innerhalb von kürzester Zeit Hilfe braucht, weil eben sonst in einzelnen Fällen schon. Das ist also die Ausnahme, das sind Erdnüsse, das sind Meeresfrüchte zum Beispiel, also Scampi und solche Sachen. Das ist als Eiweiß, glaube ich, das Eiweiß, was dann unverträglich richtig, ist. Es hängt auch ab davon, wie stark die Allergie ist. Also das ist auch nicht immer gleich. Und geht eben auf der anderen Seite zu den viel, viel häufigeren Gruppenallergien oder Kreuzallergien, wie es die Frau Lechner hat. Die, also es haben ungefähr 70% der Birkenpollenallergiker vertragen keine Äpfel oder Nüsse. Da haben Sie eine Studie dazu gemacht, die ist, glaube ich, vielleicht ganz interessant, oder? Sie waren ja bei dieser Studie auch dabei, oder? Ja. Wollen Sie das schildern, oder? Ich kann es aus meiner Sicht gerne erzählen, genau, ja. Die Apfelstudie war das, eben das Ganze, ich sage immer, von hinten aufrollt, die Hyposensibilisierung, und zwar versucht mit dem Apfel die Birkenpollenallergie
zu bekämpfen, sozusagen. Also mit Apfel essen, ich bin dann ausgetestet worden wie ein normaler Allergietest, habe Äpfel gegessen, einfach bis zu meiner Dosis sozusagen, wie ich es vertrage, und sind auch verschiedene Äpfel ausgetestet worden, weil nicht jeder gleich verträglich ist. Und da sind dann aus den ganzen Studienteilnehmern 3 Apfelsorten erkoren worden, um den Versuch dann zu starten. Dann hat man mit einem niederallergenen Apfel begonnen. Ich habe wieder meine Dosis ermittelt sozusagen, habe die mit heimgekriegt, die Äpfel, habe dann jede Woche eigentlich ein bisschen mehr gegessen, bis ich dann einen ganzen Apfel vertragen habe. Und das hat wirklich funktioniert. Und dann ist man auf die zweite Sorte übergegangen und dann zur dritten Sorte. Und ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber das hat bei mir funktioniert. Ja. Und es ist auch dann im Folgejahr die Birkenallergie leichter geworden. Es ist nicht verschwunden, aber ich habe für mich wirklich einen Effekt gemerkt. Das war also für uns selber gar nicht so selbstverständlich, weil man kann einen Heuschnupfen ja eben mit Tabletten, mit Augentropfen und so weiter behandeln oder mit der sogenannten Immuntherapie, die darauf beruht, dass man in dem Fall zum Beispiel Birkenpollenextrakte entweder unter die Haut spritzt oder auch unter die Zunge gibt, so wie Sie es auch probiert haben. Das muss man über Jahre machen und das funktioniert im Allgemeinen sehr gut, was den Heuschnupfen betrifft, hat aber interessanterweise kaum Effekte auf die Nahrungsmittelallergie. Und unsere Idee war eben, das Pferd, wie Sie sagen, von hinten aufzuziehen. Und wir haben uns da zusammengetan mit dem Forschungszentrum Leimburg, das ist südlich von Bozen. Südtirol ist ja das größte Apfelanbaugebiet in ganz Europa und die Leimburg ist, muss man sagen, weltweit ein Referenzzentrum für die Forschung, was Apfelanbau betrifft. Und die haben uns insgesamt 60 Apfelsorten zur Verfügung gestellt, die bereits analysiert waren auf ihren Allergengehalt und so weiter. Die haben wir dann getestet. An vielen Patienten haben wir auf die Weise herausgefunden, welche werden denn vertragen. Es war also auch, muss ich sagen, von den Teilnehmerinnen eine Meisterleistung, da dabei zu bleiben, weil es wirklich extrem zeitaufwendig war und schon viel, viel Geduld und Treue gebraucht hat. Und interessanterweise eben, es hat funktioniert, nicht nur was die Apfelallergie betrifft, sondern was uns überrascht hat eigentlich, dass es auf die Birkenpollenallergie auch hilft. Und das ist natürlich schon ein Behandlungsweg, der sehr erfreulich ist, weil man es quasi zu Hause machen kann, weil man die Äpfel wieder genießen kann, die man gern hat, aber nicht Medikamente braucht, nicht zum Arzt gehen muss und so weiter. Ganz ohne Medikamente wird es wahrscheinlich trotzdem nicht geben, Frau Lechner. Und gerade wie es bei Ihnen ist, Landwirtschaft, zwei Kinder, man will aussehen, man will in die Natur, man will was unternehmen und ist eigentlich total eingeschränkt. Wie arrangieren Sie sich, was nehmen Sie und wie schauen Sie, dass das Leben trotzdem lebenswert ist? Eben, wie schon gesagt, ohne Tabletten geht es nicht immer, gell? Also ich schaue halt, wie das Wetter wird, beziehungsweise man merkt es oft eh schon in der Früh und man hat halt die Tabletten immer griffbereit und nimmt einmal eine oder zur Not auch eine zweite und ich lasse mich an und für sich nicht einschränken, ich gehe genauso raus, ich habe halt meine Taschentücher mit, mein Nasenspray, meine Augentropfen, wenn es sein muss und dann geht es schon. Natürlich ist es oft mühsam, aber ich lasse mich da nicht unterkriegen. Mut nicht verlieren, ja, sozusagen. Genau. So, wenn wir es noch einmal kurz zusammenfassen, damit wir ein paar Lösungen anbieten können, was verschafft Allergikern tatsächlich Linderung, Herr Professor Reider? Also wenn man bei dem großen Gebiet von Sofortallergien bleibt oder Inhalationsallergien, dann sind es eben die angesprochenen Tabletten, Augentropfen, Nasensprays. Bei Nahrungsmitteln gibt es auch Medikamente, die im Darm direkt wirken und dort quasi die Symptome gar nicht erst aufkommen lassen. Wenn man andere Allergien hat, wie zum Beispiel eine Bienengift- oder Wespengiftallergie, ist die Hyposensibilisierung, die ich schon angesprochen habe, eigentlich der einzige, aber sehr erfolgversprechende Weg. Das gilt aber auch für Heuschnupfen zum Beispiel. Viele Patienten brauchen Notfallmedikamente bei Sachen, die schwer vorhersehbar sind. Also ich kann mich nicht hundertprozentig schützen davor, dass eine Wespe auf die dumme Idee kommt, ausgerechnet mich zu stechen. Oder wenn man eben eine schwere Nahrungsmittelallergie hat, wer ahnt, dass im Wiener Schnitzel
Spuren von Erdnuss drinnen sind. Und da muss ein Notfallset dann bereitstehen mit Adrenalin-Pen, den man sich selber verabreichen kann, mit Cortison-Tabletten und so weiter. Aber kann es auch sein, dass man schon dreimal auf eine Biene gestiegen ist in seinem Leben und beim vierten Mal auf einmal hat man die Gott Reaktion? Dann. Gott dann. Und bei den Nüssen ist es auch so, man isst immer Nüsse und plötzlich auf einmal gibt es die Reaktion, die allergische mit den Nüssen. Da müsste man eigentlich immer oder jeder so ein Notfallset mithaben, weil wenn es dann so lebensbedrohlich wird. Das ist ja, also lebensbedrohliche Reaktionen sind Gott sei Dank ja doch die Ausnahme. Das Problem ist, man kann es nicht vorhersehen. Also es kommen oft Leute, die sagen, ich würde gerne wissen, ob ich gegen Bienengift allergisch bin oder ich möchte mir Bienen anschaffen und möchte vorher wissen, ob ich allergisch bin. Und diese sogenannten prophetischen Testungen, die gibt es nicht. Also man kann das leider Gottes nicht vorhersagen. Ich kann auch von mir nur sagen, bis jetzt habe ich Bienenstiche gut vertragen, aber ob ich beim nächsten Mal allergisch reagiere, weiß der Himmel. Es muss einem quasi passieren und es dann... Es muss einem leider Gottes passieren und dann weiß man es erst. Dann muss man reagieren. Ja. Gut, vielleicht noch einmal bei den Unverträglichkeiten. Was sind so vielleicht Therapieansätze und was ist da wichtig, was kann man tun, in welche Richtung geht es ihr da? Da möchte ich eine Sache aufgreifen, die Sie zuvor gesagt haben, nämlich, dass man dann intuitiv auf die Dinge verzichtet, die einem schlecht tun. Und Zöliakie ist in aller Munde und es kann natürlich, wenn man eine glutenfreie Ernährung dann wählt, für gewisse Zeit die Diagnostik verschleiern. Deswegen sollte man wirklich versuchen, die gefährlichen Dinge von den ungefährlichen zu trennen, bevor man sich zu sehr auf die Diäten konzentriert. Also das noch einmal der Appell, dass man hier diesen Bluttest einmal macht und klärt, was wirklich die Ursache ist. Also das ist die Zöliakie, ist eine Gruppe. Die andere Gruppe der Unverträglichkeiten, das sind eben diese ganzen Zuckerunverträglichkeiten, die wir schon besprochen haben, Sorbit, Laktose, Fructose. Und das wird mit dem englischen Begriff FODMAP zusammengefasst. Das sind diese fermentierbaren Oligodiodmonosaccharide und Polyole. Schreckliches Fachchinesisch, aber hier hilft eine Diätologin oder ein Diätologe sehr gut, dass man eben genau diese Stoffe vermeidet oder reduziert in der Nahrung, die das auslösen. Mhm. Für den Hausgebrauch sind es eben die Äpfel typischerweise, die haben sehr viel von dem Sorbit und von der Fructose und da ist es vorwiegend die Milch und was immer so als Brandbeschleuniger wirkt bei den Unverträglichkeiten ist eigentlich der Alkohol, entweder über das Histamin oder darüber, dass sie die Darmbarriere löst. Das heißt, verzichten Sie einmal auf die Milch, verzichten Sie auf den Kaffee, das sind die reizenden Dinge und verzichten Sie auf den Alkohol, das kann man sieht man ja, ob sich in seinem Körper was verändert oder auch das Wohlbefinden, eigentlich relativ schnell selber, glaube ich. Gell? Ja, ja. Und das andere eben dann einmal auch Antihistaminikum vielleicht versuchen, wenn man glaubt, dass es eine Histaminintoleranz ist. Therapie ist ja das eine und Vorbeugen ist ja immer so ein wichtiges Schlagwort, geht bei vielen Dingen. Ist es bei einer Allergie, bei einer Unverträglichkeit möglich? Kann man da irgendwie vorbeugen? Da ist leider Ernüchterung eingekehrt, muss man sagen. Vielleicht auch zum gewissen Grad, Gott sei Dank, Ernüchterung eingekehrt. Also vor 20 Jahren haben wir schwangere Mütter noch beraten, was sie alles meiden müssen und wann sie erst welche Sachen einführen dürfen beim Kind. Das hat sich eigentlich, kann man fast sagen, um 180 Grad geändert. Man weiß heute, dass es ein relativ kurzes Zeitintervall gibt, ganz im Säuglingsalter, also kurz nach der Geburt, wo das Immunsystem quasi bereit ist, alles zu akzeptieren und auch sozusagen permanent zu akzeptieren. Der Fachbegriff lautet, tolerant zu werden oder tolerant zu sein. Also heute raten wir im Gegensatz zu früher, führen Sie möglichst früh verschiedene Sachen ein. Nicht in großen Mengen, nicht der ganze Forelle hineinstopfen, aber ein bisschen Fisch, schon früher ein bisschen Weizen oder Ei oder sonst was. Und dann hat man die größte Chance, dass das Immunsystem das akzeptiert und mit dem umgeht auch, dann den genau, Rest des dann ganz Lebens. Normal umgeht damit. Also gerne, es ist eher sogar davon abzuraten, irgendwelche Diäten zu halten. Im Vorhinein, um was oder zu verhindern. Verzichten das, auf etwas, genau, was der Körper noch gar nicht mehr kennt. Erhöht eher das Risiko, allergisch zu werden, wie wir heute wissen. Im Ergänzend vielleicht hier nur noch, dass natürlich die Geburt auf dem natürlichen Weg, eben nicht der Kaiserschnitt, unser Innenleben für unser Leben lang prägt. Das heißt, wenn es sich vermeiden lässt, der Kaiserschnitt ist der natürliche Weg der Geburt,
sicher ein guter Beginn und ein guter Start ins Leben, weil man dann eben eine andere Ausstattung seiner Barmbakterien bekommt und möglichst lange stillen. Das sind sicher auch Empfehlungen, die fürs spätere Leben dann positiv sich auswirken. Mhm. Wobei, wenn ich da einhaken darf, man soll meiner Meinung nach aus dem Stillen nicht an Stress machen. Es gibt Fälle, da kann die Frau nicht stillen oder sie will nicht stillen oder was auch immer. Es ist vollkommen wurscht sozusagen, weil jetzt rein aus der allergologischen Sicht her bringt Stillen nur kurzfristig was. Also man kann damit Nahrungsmittelallergien hinaus oder überhaupt die Entwicklung von Allergien ein bisschen hinauszögern, aber nicht wirklich verhindern. Und zweitens, wenn man nicht stillen kann oder will und die zum Beispiel familiär ein großes Risiko besteht, dann tun es diese hypoallergenen Säuglingsnahrungen genauso. Also man muss nicht unbedingt stillen, um das zu, weil das ist lange Zeit wirklich so als ganz massiver Druck auf den Müttern gelastet, du musst stillen und wenn du nicht stillst, dann bist du eine schlechte Mutter und so weiter. Das wäre mal ein eigenes Thema. Das wäre mal ein eigenes Thema und das sollte man aber... Ob wir da die Experten sind als Männer, da müssen wir ja... Frau Lechner kann sicher was sagen auch dazu. Stillt und sie haben trotzdem beide Allergien. Ja, also. Ja. Eben, man könnte wahrscheinlich auch da abendfüllend noch diskutieren. Jetzt so vielleicht noch abschließend, dass wir dann noch das Publikum zu Wort kommen lassen mit Fragen. Kann so eine Allergie, eine Unverträglichkeit so verschwinden, wie sie gekommen ist? Besser werden, verschlimmern? Also die kann auf einmal weg sein, aus keinem erfindlichen Grund. Nicht von einem Tag auf den anderen, aber prinzipiell ist eine der Segnungen des Alters, dass Allergien insgesamt schwächer werden. Also gerade Heuschnupfen und solche Sachen werden besser. Mhm. Bei den Unverträglichkeiten ähnlich? Also das gilt auch dafür. Hier ist es sogar sehr häufig so, dass der konsequente Verzicht auf den Auslöser für eine gewisse Zeit und eine möglichst ausgewogene Ernährung in dieser Zeit das Problem deutlich lindert. Für manche Patienten hilft auch eine vorübergehende antibiotische Behandlung mit einem Antibiotikum, das nur im Darm wirkt, sehr gut. Und dann wird das Problem mit der Zeit häufig wieder besser. Besser auf jeden Fall. Die Frau Lechner ist ja jung, aber sie wird ja auch älter. Hat sich was getan? Ist irgendwas weniger geworden? Haben Sie das Gefühl, das bessert sich auch mit zunehmendem Alter oder ist es irgendwie gleich? Mein Haupterfolg war wirklich da die Apfelstudie. Genau, das ist vor Corona 2019 ist das beendet worden und da muss ich sagen, habe ich für mich eigentlich den größten Nutzen daraus gezogen. Ja, ist ja ein schönes, ein positives Statement. Weitere Besserungen bin ich noch offen. Auf jeden Fall auf die kommen. Genau. Gut, das heißt einmal danke an die Runde und jetzt gerne Ihre Fragen allgemein zum Thema. Wir haben da den Luis, der geht mit dem Mikrofon herum. Danke, Luis. Gerne kurzes Handzeichen und dann jederzeit eine Frage stellen, wenn es was ist, was vielleicht noch nicht beantwortet worden ist. Oha. Das ist ein Kompliment an Sie. Ah, doch, da hinten. Ja. Ich habe zwei Fragen. Einmal bei den Kindern. Ich habe zwei Kinder mit 8 und 10 Jahren. Wie kann man bei den Kindern Unverträglichkeiten feststellen? Weil gerade beim Bub kommt man vor, dass vor allem der Stuhlgang ganz unregelmäßig ist. Und zweite Frage. In Südtirol gibt es Apotheken, die machen so einen Blutgentest, wo man Unverträglichkeiten herausfinden kann. Und ich weiß ja, dass einige Ärzte das anbieten. Da wird die Blutprobe nach Deutschland geschickt und da kriegt man eine genaue Auswertung, gegen welche Lebensmittel man unverträglich ist. Was halten Sie von der Methode? Also das Zweite ist schneller zu beantworten. Es ist ausgemachter Unsinn und Geldzieherei. Diese Tests in den Apotheken, also diese IgG-Tests, die sind aus dem Grund nämlich auch hinterfotzig, hätte ich bald gesagt auf Tirolerisch, weil sie scheinbar nämlich dann auch noch eine Wirkung zeigen, wenn man sie wiederholt. Diese Tests zeigen nur, dass man Kontakt gehabt hat mit diesem und jenem Nahrungsmittel, also zum Beispiel mit Weizen oder sonst was. Und dann ist die logische, scheinbar logische Schlussfolgerung, wenn ich jetzt auf Weizen unverträglich bin, dann muss ich Weizen weglassen. Dadurch, dass man ihn weglässt,
Verschwinden diese Antikörper, dann macht man ein paar Monate später wieder den Test, sieh da, ich habe keine Unverträglichkeit mehr, was sozusagen ein scheinbarer Beweis ist. Aber das Ganze ist ein ausgemachter Unsinn und zeigt eben nur, dass man Kontakt mit dem gehabt hat. Bezüglich der Unverträglichkeiten, darf ich an die verweisen? Ja, also in dem Alter ist ein Häufigkeitsgipfel für diese Zöliakie, für diese Glutenunverträglichkeit und hier braucht es, also ist die Empfehlung ganz klar, mit einem Bluttest zu überprüfen, ob eben eine Glutenunverträglichkeit vorliegt oder nicht. Ergänzend vielleicht zu den Bluttests, Sie haben das Wort Gen genannt. Also es gibt Gentests, mit denen man diese Laktoseintoleranz oder Laktoseunverträglichkeit auch testen kann. Das ist schon valide, aber hat keinen Zusatznutzen im Vergleich dazu, dass ich einfach mal versuche, was passiert, wenn ich ein Glas Milch trinke. Also zusammenfassend kann ich das eigentlich nur bestätigen, dass das, diese Bluttests eben, wie eingangs erwähnt, eigentlich nur für diese Zöliakie existieren und für alles andere eine Blutuntersuchung ausgeschmissenes Geld ist. Auf gut also Deutsch. Wenn man den Verdacht hat, dann auf jeden Fall den Arzt aufsuchen. Und ja, nicht also einfach nur in der Apotheke. Die Anamnese ist ganz, ganz wichtig. Also die konkreten Symptome, die kann man dann schon sehr schnell im Allgemeinen zuordnen, ob da jetzt wirklich eine Allergie dahinter steckt, ob eine konkrete Intoleranz dahinter steckt oder was ganz anderes. Rainer? Ich persönlich habe vor einigen Jahren eine Hiatus hernie, also einen Zwerchfellbruch, einen großen diagnostiziert bekommen. Daraus folgen Refluxprobleme, also Sodbrennen, Aufstoßen, dieses Druckgefühl auf der Brust, vor allem am Abend, wenn man sich niederlegt im Bett. Und es gibt da einen Verdacht auf Reizmagen. Das Wort Reizmagen, Reizdarm und Zwerchfellbruch, Reflux, hängt es zusammen, passt es zu dem Thema, das Sie heute besprechen? Ja, wir können dann gerne noch individuell sprechen. Reizdarm ist ein sehr komplexes und riesengroßes Thema. Wie gesagt, wir haben mehr Nervenzellen in unserem Magen-Darm-Trakt, als wir in unserem Gehirn haben. Es ist auch so, dass das evolutionär betrachtet wieder sich unser Nervensystem überhaupt aus dem Darm heraus entwickelt hat. Das heißt, die erste Aufgabe des Nervensystems war, die Beweglichkeit des Darms zu regulieren. Und so wie bei unserem Nervensystem Migräne oder Depression vorkommen, so gibt es eben auch eine Migräne des Magens. Das ist das Syndrom des zyklischen Erbrechens. So gibt es eine Depression des Darms, wenn man das so sagen will. Das ist das Reizdarmsyndrom. Die zwei Dinge, die hängen definitiv zusammen. Und da helfen dann interessanterweise auch Medikamente, die man normalerweise zur Behandlung für Depression einsetzt. Aber hier muss man sehr individualisiert vorgehen. Reflux und Hiatushernie sind eher anatomische Strukturveränderungen, die unter Umständen auch operativ behandelt werden können. Die hängen nicht direkt damit zusammen. Vielleicht wollt ihr dann auch noch persönlich drüber sprechen. Bleiben wir jetzt einfach nochmal vielleicht allgemein, ob es noch was zu klären gibt zum Thema Allergie und Unverträglichkeit, weil gibt es noch eine Frage? Gerne, gerne, ja. Ich habe also Fructoseintoleranz, speziell auf Äpfel, habe ich sicher 20, 30 Jahre keinen Apfel mehr gegessen. Ich vertrage ihn in verkochter Form. Und jetzt wollte ich wissen, welche Äpfel könnte ich jetzt essen, wenn es in Leinburg ausgetestet worden ist, die wenig Fructose haben oder Pektin haben. Also bei mir hat es immer so ausgewirkt, ich habe immer Bauchweh gehabt, dann habe ich gewusst, okay, Äpfel. Und das ist eigentlich das einzige Obst, alle anderen Obstsorten vertrage. Und ich esse relativ viel Obst. Leinburg war dein Stichwort, bitte. Die Frage ist, die können wir vielleicht auch danach noch klären, ob die Fructose schuld ist oder ob sie in Wirklichkeit eine Apfelallergie haben. Ich denke, wenn Sie die Äpfel gekocht vertragen, ist es eher nicht die Fructose, oder? Ich glaube, das zeigt genau den Punkt, den wir besprochen haben, dass es die Kombination oft ist. Aus diesen eine ganz Dingen. Wichtige Frage, eben, weil sie zeigt, wie schwierig das mitunter ist, die Sachen auseinanderzuhalten.
Jetzt nach 20, 30 Jahren habe ich wieder angefangen, ein bisschen Äpfel zu essen. Ja. Mir kommt vor, jetzt Vertrag ist besser. Also das, was Sie jetzt erst angeschnitten haben, im Alter legt sich das. Haben Sie auch Beschwerden gehabt im Mund, also so Kratzen im Mund, im Gaumen? Nein, würde ich nicht sagen. Sondern ja. Nur vom... Nur, es hat immer geheißen, wenn Äpfel die, keeps the doctor away. Ja. Und das hat man halt so gelernt. Und ja, und früher hat es eigentlich nicht so viele Obstsorten gegeben, wie es ja, jetzt genau. gibt. Ne? Also hat man hauptsächlich nur Äpfel gegessen. Und da habe ich einfach gemerkt, dass ich immer Bauchweh gehabt habe nach den Äpfeln. Also wenn Sie eine Apfelallergie haben, jetzt ganz allgemein gesagt, so ganz grob kann man sagen, die alten Sorten sind im Allgemeinen besser vertragen oder werden besser vertragen als die neuen hochgezüchteten. Ja. Und das ist auch wieder in sich logisch. Also was hat die Landwirtschaft für Ziel, wenn sie einen Apfel züchtet? Der soll erstens natürlich gut tragen und so weiter, aber er soll vor allem auch haltbar sein. Die Äpfel liegen im Supermarkt, die sollen das ganze Jahr verfügbar sein. In Wirklichkeit werden sie im Herbst oder im Spätsommer geerntet, aber der Konsument erwartet sich, dass er im Mai noch genauso den Apfel findet. Was macht der Züchter nämlich unbewusst? Das ist ja nicht böse Absicht, sondern man hat Sorten gezüchtet, wo man dann später draufgekommen ist, die enthalten genau große Mengen von dem Allergen, das ja die Birke wiederum braucht, um sich zu schützen gegen die Umwelt. Und der Apfel braucht es genauso. Wenn der Apfel viel Allergen bildet, dann fault er weniger. Dann ist er weniger anfällig auf Druckstellen, dass er auf den Boden fällt und so weiter und so fort. Das heißt, das, was sozusagen gut ist auf der einen Seite, nämlich, dass die Äpfel nicht sofort schlecht werden, dass man sie im Juni oder Juli nach wie vor bekommt, ist genau dann die Kehrseite für den Allergiker. Und wir haben am Anfang haben wir in der Studie mit der Frau Lechner zum Beispiel Äpfel verwendet, die waren ganz allergenarm, aber das Problem war, die hat man nicht anschauen dürfen, dann waren sie schon kaputt. Also die haben wir wirklich einzeln gelagert, aus Südtirol mit dem Auto selber nach Innsbruck gebracht, haben sie dort einzeln gelagert, in einen speziellen Kühlschrank getan und trotzdem haben wir sie nach 3 Wochen wegschmeißen können. Also das sind so 2 Spannungspole, die sich schwer miteinander vertragen. Aber es gibt Sorten, auch im Supermarkt, Pink Lady zum Beispiel, um ein Stichwort zu nennen, die im Allgemeinen gut vertragen werden. Nehmen wir die Dame noch und dann, glaube ich, werden wir langsam zum Ende kommen. Ganz vorne in der ersten Reihe noch. Pink Lady. Es, also rosa-rote es Frau. Werbung machen. Mhm. Es gibt aber doch Tests, die werden auch in der Klinik durchgeführt über die Fructose und Laktoseunverträglichkeit. Das ist aber was anderes, gell? Das sind ja die vom Arzt. Diese Atemtests und die Atemtests, die sind durchaus valide. Da gibt es ein paar Einschränkungen bei der Interpretation. Viel wichtiger als das, was eben dieses Atemtestergebnis zeigt, ist das, was der Patient beschreibt, wenn er nüchtern kommt oder die Patientin beschreibt, wenn sie nüchtern kommt und eine definierte Menge von eben Fructose oder Laktose, da muss man mehrfach kommen, oder eben das Sorbit, das in sehr vielen, insbesondere in den Äpfeln enthalten ist, dann für Symptome zeigt. Das hilft uns dann gezielter, die Ernährungsberatung vorzunehmen. Also es gibt schon Tests, aber die Bluttests, um das vielleicht noch einmal zu betonen und klarzustellen, die stellen wir, glaube ich, beide in Frage, deren Wert. Ja, und wenn man sich da ein bisschen haltet dran und dann wieder die Tests macht, dann schaut es aber auch aus, als ob man keine Unverträglichkeit mehr hätte. Genauso ist es, weil eben dieses Zusammenspiel zwischen Nahrung, das, was unser Innenleben ausmacht, sozusagen, das sind die Bakterien, hier eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das verändert sich, je nachdem, was wir essen. Also bei echten Allergien sind die Bluttests ganz wichtig. Ich glaube, da muss man jetzt schon aufpassen, dass nicht ein Missverständnis entsteht. Aber diese Tests, die es in der Apotheke gibt, zu kaufen, und die, also wo man sich daheim dann selber mit einem Tropfen Blut 200 Nahrungsmittelallergene bestimmen kann, die sind ausgemachter Unsinn. Dann habe ich noch ein Problem gesehen, und zwar bei den Diätassistentinnen kriegt man zwar Listen, das wird nicht vertragen und das bei dieser Unverträglichkeit das, aber etwas zusammengefasst, das kriegt man dort nicht.
Eben deswegen sind wir hier, um das zu diskutieren, weil wir brauchen eben gut informierte Patientinnen und Patienten. Wir brauchen, das ist eine falsche Formulierung. Also es ist effektiver, zusammenzuarbeiten, wenn wir alle wissen, worüber wir reden. Und mit einer Liste lässt sich das Problem sehr selten lösen. Da könnte man dann auf die Diätologinnen und Diätologen auch verzichten und auf das Gespräch. Da braucht es wirklich die individuelle Auseinandersetzung mit dem einzelnen Patienten, um hier einen guten Weg zu finden. Ja, da gibt es keine Rezepte, wo das zusammengefasst wird oder was? Es gibt keine allgemeingültigen Rezepte. Ja. Hier braucht es wirklich das sehr... Das muss man individuell dann besprechen quasi, gell, bei, mit Ihnen. Danke. Ja, danke. Also es ist unerschöpflich und es ist so viel Input und Information. Und meine Damen und Herren, wenn Sie mögen, Sie können auch dieses Studiengespräch nachschauen auf Tiroler Gesundheitsgespräche. Da kann man dann auch hinklicken zu den unterschiedlichen Themenkreisen und in Ruhe das Ganze noch einmal Revue passieren lassen. Jetzt auf jeden Fall sage ich mal zuerst Danke an den Herrn Professor Reider, vielen Dank fürs Kommen, an den Herrn Professor Zoller und die Frau Lechner, schön, dass Sie heute meine Gäste gewesen sind. Und ich lade Sie jetzt wie immer ins Foyer ein, da gibt es ein Glas zum Trinken, was ich immer Sie mögen. Die Frau Lechner wird dort sein. Sie können gern auf Sie zukommen, wenn Sie mit ihr ein bisschen plaudern möchten, so aus erster Hand sozusagen. Und unsere beiden Professoren, der eine geht zur linken Seite, hat da so ein bisschen einen abgetrennten Platz, wo Sie auf ihn zukommen können oder geradeaus dann bei der roten Couch. Also die Herren sind da zu Ihrer Verfügung für noch persönliche Gespräche. Und wir machen quasi Sommerpause mit den Tiroler Gesundheitsgesprächen und sehen uns dann im Herbst wieder. Wünsche ich einen schönen Sommer und danke. Bleiben Sie uns treu.